2017 erweitert Volvo sein SUV-Portfolio um den XC40. Sein Dreizylinder-Turbobenziner schöpft aus 1,5 Litern Hubraum 156 PS und kostet über 32.000 Euro. Volvos Voll-LED-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht und Fernlichtassistent kosten 1.000 Euro. Beheizte Außenspiegel, Dachkantenspoiler und der angedeutete Unterfahrschutz sind auch im Basismodell Serie. Die Testwagenausstattung Momentum hat 18 Zoll Leichtmetallfelgen für einen angemessen robusten Auftritt im Gepäck. Ist Platz hier. Und vor allem ist es auch schön angelegt hier. Guck mal, ich kann hier einen Arm drauflegen, ich kann hier den Arm drauflegen. Also fühlst du dich gleich wohl. Das haben die bei Volvo irgendwie drauf. Vor allem komme ich mit den Sitzen hier sehr gut zurecht. Das sollte auch so sein. Ausgehend vom Basis XC40 werden 2.600 Euro für Leder und diverse Verstellmöglichkeiten fällig. Digitale Instrumente und 9 Zoll Touchscreen informieren und unterhalten indes ab dem Einstiegsmodell. Klar, im Gegensatz zum XC60 oder XC90 muss man den Materialien ein bisschen abspecken. Aber ich gucke hier auf das gleiche Digitalcockpit. Ich gucke auf die gleiche große Infotainmentfläche mit Touchscreen. Das ist identisch zu den großen. Ich habe meine etwas extravaganteren Lüftungsausströmer hier, die sich aber gut anfühlen. Nur im Detail merke ich halt, dass ich hier ein bisschen mehr an Verzichts-Volvo habe. Aber er wird seinem Anspruch, nämlich im Premium-Bereich mitzuspielen, voll gerecht. Gilt das auch für den Motor? Mit dem Einstiegsbenziner sollen 265 Newtonmeter ab 1850 Umdrehungen an der Vorderachse anliegen. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gehen nur in den fünften Gang. 1500 Umdrehungen und gehen voll auf den Pinsel. Aufpassen, was passiert. Noch passiert nichts? Immer noch nicht? Jetzt. Da passiert nämlich lange, lange gar nichts. Wenn ich jetzt in den sechsten gegangen wäre, wäre mal einfach stehen geblieben. Das ist ein ganz klassisches Turboloch. Um dieses zu umgehen, braucht es Drehzahl. 8,9 Liter Super genehmigt sich der topmoderne Volvo. Die Lenkung ist im Komfortmodus wirklich sehr leichtgängig. Also das hat echt was von einem nicht so tollen PlayStation-Lenkrad. Geht man in den Dynamikmodus, dann muss ich hier ein bisschen mehr Kraft aufbringen. Das ist besser. So richtig an Präzision gewinnt die Lenkung aber nicht. Also die Lenkung ist nicht das Glanzstück dieses Autos. Glänzend hingegen die Serienassistenzsysteme. Notbremsfunktion, Spurhalteassistent und Verkehrszeichenerkennung sind immer an Bord. Ja, Ablagen hat er auch. Dann kann ich was reinpacken hier. Ja. Da unten habe ich hier zwei USB-Anschlüsse. Ist auch genau gekennzeichnet, welcher von den beiden der aktive ist. Also wo ich auch noch eine Steuerung, zum Beispiel Apple CarPlay, mitmachen kann. Ich habe hier eine sehr, sehr große Ablagefläche in der Tür drin. Ich habe hier meine Cupholder. Kannst du nicht meckern. Ich finde, es ist ein sehr sympathisches Auto. Ich finde, das ist ein Auto, das Charakter hat, auch innen drin Charakter hat, das eine Hochwertigkeit ausstrahlt und das zudem auch noch praktisch ist. Ab auf die Teststrecke. Mit Handschaltung geht's zum Sprint. Wir schmeißen den ESP Sportmodus rein, damit man ein bisschen mehr Schlupf hat. Ja, und 3000 Umdrehungen, ab geht's. Ja, das haben wir schön getroffen. Und dann geht's auch schon ab. Man merkt, dass der Motor ist jetzt nicht der quirligste beim Hochdrehen. Aber wir haben die 100 erreicht. Ich habe schon schnellere, aber ich habe auch schon langsamere Autos erlebt. In Zahlen 10,6 Sekunden benötigt der Volvo. Fast 1,6 Tonnen Leergewicht sind da sicher ein Faktor. 235er Conti Premium Kontakt sollen jetzt verzögern. Bremsen oder kein Problem. Oh, mein Volvo zieht immer die Gurte an. Ich habe immer das Gefühl, er will ich umbringen. Dabei will er gerade das Gegenteil tun. Mit sportlicher Bereifung ginge es besser. 37 Meter Bremsweg sind kein Traumwert. Ich würde das Auto kaufen, weil ich finde, dass der XC40 schon richtig viel Volvo-Flair bietet und in seiner Klasse
auch ein Premium-Feeling. Ich würde den Volvo XC40 nicht kaufen, weil ich so ein bisschen ein Lenkungssensibelchen bin. Also eine Lenkung muss bei mir sehr präzise sein und mir ist sie nicht präzise genug. Wie sieht es denn bei euch aus? Achtet ihr bei einem Auto überhaupt noch auf so Sachen wie Lenkung? Ist euch das wichtig? Wie präzise der einlenkt? Wie ich den halten muss? Ja, ist euch das wichtig? Das interessiert mich. Schreibt es drunter.